Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 12. Mai 2021. Und unser DAX hatte ja gestern die Segel schon etwas abgesenkt, die Segel runtergenommen, um sich eben den Rücklauf freizuräumen. Und er hat irgendwie vergessen, den Anker zu werfen über Nacht. Der ist direkt gleich in die Brandung reingescheppert zum Morgen rein. Also ich glaube, da war es ganz gut, dass wir uns gestern doch in den ersten Minuten dann noch mal ein bisschen intensiver drüber unterhalten haben, wie was man denn mit einer Analyse und so weiter anfängt, ne, um eben auch klar zu besprechen, wie man es hier nutzen kann, wie man auch eine Long-Chance nutzen kann, ne, dass man dann hier, wenn hier eine grüne Katze reinkommt, dann eben den Long probieren kann und so weiter und so fort. Das ist ja da, das hat im Blinder mit ohne irgendwas gesehen, dass das definitiv keine Longchance geworden ist. Der hat gar keinen Ansatz gegeben. Man hat wirklich gar keinen Ansatz gegeben, dass man da hätte Long starten können. Ich glaube, da hättest du selbst auf M1 gucken können. Der ist einfach gerade durchgefallen halt, ne? Und ins fallende Messer greifen. Ich denke, das weiß jeder, dass man das nicht tut, ne? Das ist eher Anfänger. Methodik, die wir ja hier nicht mehr machen wollen. Wir sind ja diejenigen, die sich ein bisschen intensiver einfach mit dem Markt und auch mit dem Chart auseinandersetzen, um uns einfach einen Vorteil gegenüber denen zu verschaffen, die hier instinktiv drin rumfuchteln. Und deswegen handeln wir natürlich dann auch nicht instinktiv, wenn wir uns schon damit beschäftigen und uns eben befassen, damit wir eben nicht wie all die Anfänger hier drin rumfuchteln. Beziehungsweise, was heißt Anfänger? Es sind nicht immer Anfänger. Das ist ein Trugschluss. Das sind nicht immer die Anfänger, die das Geld verdienen. Die meisten Anfänger verdienen sogar erstmal ganz gutes Geld. Na, und dann kommt es hinten raus. Ne? Umso mehr Emotion, umso mehr Instinkt dann irgendwann raustritt. Und da kommen die voll raus. Es gibt auch viele, die über Jahre, über Jahrzehnte nicht erfolgreich traden, die das schon fast als Suchtverhalten dann halt, ne? Immer weiter verlieren. Und die sind die emotional, die instinktiv, die ohne Regeln und so weiter. Ne? Das, denke ich, kennt ihr aus den letzten Videos, dass man sowas eben nicht macht, und von daher hat es hier keine Möglichkeit gegeben, etwas lang zu probieren. Und von daher könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht dann sogar hier noch den ein oder anderen Punkt Short rausgeholt hat. Zumindest so das, was ich bei uns im Chat lesen konnte, erweckte den Eindruck. Unsere Lisa hat sich hier dann auch nochmal einen Short rausgeholt. Hier oben hat sich ein Long rausgegönnt, hier unten einen Short rausgegönnt. Also so gefällt mir das dann auch. So ist das dann auch okay, auch wenn es jetzt nicht die großen Strecken sind. Aber zumindest eben genau das, was ich halt gesagt habe, ne? Am Ende muss es uns egal sein, ob er das macht, was wir wollen. Ich hätte, ehrlich gesagt, sogar hätte ich lieber das hier gehandelt, ne? Also es wäre mir lieber gewesen. So, am Endeffekt finde ich es jetzt geil, dass er unten da ist, ne? Ich hätte es nicht erwartet, ich hätte gedacht, er dreht hier hoch, aber am Ende muss es uns egal sein, was es passiert. Jeden Tag, ne? Wir müssen an die Stellen gucken. Macht er das Erwartete, dreht es sich hier von der Kanalkante schön stabil nach oben raus, dann hätte man ja bis 300 Long handeln können. Das hat er nicht getan, gar nicht. Er hat gar keinen Ansatz dafür gegeben. Also handeln wir das dann auch nicht und gucken, was macht er hier unten. Geht er hier drunter, kriegt er den Trigger um? Wenn ja, dann rein ins Ziel und weiter. So, und da sind wir jetzt beim nächsten Standpunkt. Sind jetzt hier auf den nächsten Trigger schon angesetzt, haben da mal vorgeschnuppert, sind aber noch nicht drunter. Das könnte jetzt zum Mittwoch noch geschehen, weil so richtig hoch ist er noch nicht. Er hat zwar eine schöne grüne Kerze hingestellt, aber naja, hat sich da doch ein bisschen schwer getan, da auch was draus zu machen. Ist auch direkt nach der Kerze erstmal wieder fast komplett bis unter das Tief zurückgetragen worden. Das sieht mir noch nicht so ganz zuversichtlich aus. Er ist jetzt noch im Abwärtstrend drin. Fällt mir jetzt nicht so. Also würde ich schon denken, dass wir zum Mittwoch bestimmt nochmal nach unten rutschen können. Hier nochmal an das Tief ran. Am nächsten Trigger rumschrammen und dann mal Richtung Gap vielleicht uns schon vorarbeiten. Das wäre dann die 9,10. Aber durchaus, der wird jetzt nicht an der 9,10 eine Kerze in den nach oben schlagen und 500 Punkte nach oben losrennen. Glaube ich eher nicht. Der wird da kurz zucken und dann wird er sich nochmal ein Stückchen runterfallen lassen und dann wird er hier wahrscheinlich auch nochmal unter das Tief drunter stoßen. Und damit wird er ziemlich vielen den Stinkefinger ins Gesicht zeigen, die es hier ausgestoppt hat. Na, das, wie ich so gehört habe, waren doch eine ganze Menge, die es hier rausgetragen hat, ne? Die hier einfach dann rausgestoppt wurden, entweder hier oder auch hier. Ne? Gab auch viele, die sich hier auf Long gedreht haben, Positionen ausgehatcht haben. Also ich glaube, da haben mit der Nummer die Leute ganz gut verarscht gekriegt. Und wenn wir uns nochmal das Video hier vom letzte Woche Donnerstag anhören, oder vorletzte Woche war das, glaube ich, schon, das ist im Endeffekt jetzt genau das, was man da gesagt haben. Ne? Der hackt einmal auf der einen Seite raus, aber einmal auf der anderen Seite, dann hat er zwei Fehlausbrüche und dann kann er schön Strecke machen. Also, er ist ready for take-off. Der kann richtig durchladen. Jetzt von daher würde ich aufpassen, völlig egal in welche Richtung der geht. Ich würde jetzt da nicht mehr großartig mich dagegen stellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der
wirklich mehrere hundert Punkte, mehrere Tage auch am Stück vielleicht mal in eine Bewegungsrichtung durchlaufen kann, die ist erhöht und dann werden auch die Gaps wieder prägsamer, größer, druckvoller, bleiben offen, werden offen gelassen und der Markt schiebt weiter. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht vertüdelt, weil es ist jetzt das kann, also es ist wahrscheinlich, dass jetzt ein anderes Bewegungsverhalten einfach kommt. Ein anderes Bewegungsverhalten wie das, was wir die letzten Wochen hatten. Und viele, die verkennen immer so ein bisschen, dass der Markt sich eigentlich jeden Tag was anderes überlegen kann. Also zwar trotzdem in eine gewisse Regelmäßigkeit hat. So, da musste ich kurz was trinken. Also er hat zwar grundsätzlich eine gewisse Regelmäßigkeit, auch in den Wochentagen, aber die unterscheiden sich auch von Bewegungsphase zu Bewegungsphase. Und dieses Vorhandensein verschiedener Bewegungsphasen, das fällt vielen schwer, sich danach zu richten und auch darauf einzustellen. Da setzt bei vielen so eine gewisse Grundarroganz oder Ignoranz vielleicht sogar dann ein, ja, die dann da wirklich 3, 4, 5, 6, 7, 8 gute Wochen hatten, super Gewinne hatten und dann denken sie, sie sind noch sonst wer auf der Blume. Also ich kenne das auch noch gut von mir damals. Mir ist das schwer gefallen früher. Also als ich so wirklich die ersten Setups hatte, mit denen man wirklich gut Geld rausholen konnte, haben mich immer wieder diese Phasenwechsel, die haben mich unheimlich weit zurückgeworfen halt, ne? Weil ich dann eher mit der Brechstange versucht habe, das durchzuziehen, was die letzten 2 Wochen gut geklappt hat und dann halt meist auch mehr Einsatz gegeben habe, ne? Also mehr Trades, mehr Risiko und puff, war der ganze Gewinn wieder weg gewesen. Ja, und von daher muss man jetzt hier wirklich ein bisschen aufpassen, vielleicht auch so einfach ein bisschen Distanz kurz versuchen, ne, damit man, wenn man jetzt noch nicht in der neuen Bewegung richtig drin ist, ne, dass man ein bisschen Distanz übt, um neu reinzukommen. Das ist ganz normal, das Gehirn braucht da ein bisschen, das mache auch ich manchmal, ne, dass ich einfach 1, 2 Tage da nicht handle, wenn ich merke, ich kriege eine Bewegung nicht gut gegriffen. Und dann klappt das erstaunlicherweise richtig gut danach halt, ne? Also auch wirklich, wirklich gut. Kann ich nur jedem raten, immer mal 1, 2 Tage Pause zu machen, wenn man gerade merkt, ja, man kriegt nicht gegriffen. Das hilft wirklich, das hilft wirklich. Dann die 1, 2 Tage einfach nur zugucken und dann wieder ran. Ja, und von daher stellt euch einfach darauf ein, dass hier wirklich ein bisschen anderes Bewegungsverhalten einfach kommen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach erhöht. Ignorieren würde ich es deswegen nicht. Natürlich kann alles passieren. Wir haben keine Garantie, sind keine Hellseher. Aber grundsätzlich, ja, würde ich sagen, Wahrscheinlichkeit erhöht, dass er lang auf Strecke geht. Sollte er oben rausgehen, sollte er sich zum, was haben wir jetzt, Mittwoch? Sollte er sich zum Mittwoch, na, eigentlich würde ich schon sagen, ja, so über 1,80, 200, sollte er über 1,80, 200 gehen, ich glaube, dann kommt die 2,70, dann macht er das Gap zu. Ich glaube, dann ist schon das Ding wieder zu, nach unten. Und dann wird er probieren, die Welle nochmal nach oben loszutreten. Und dann kriegt er hier so Bewegungsziele, ich sag mal Pi mal Daumen, irgendwo hier so in dem Bereich. Ne, das wird dann schon hier knapp über die 600. Also da würde ich dann schon aufpassen. Ne? Wenn der jetzt hier zu hoch schiebt, dann wirklich auf. Guckt euch dann die Rücksätze an. Ne? Wenn der hier hochdrückt über 200, 180. Guckt euch an, wie kommen die Rücksetzer dann? Kommt die nur so flach und dann drückt er weiter nach oben, dann wird es lang mitgehen. Egal wie die Stimmung ist, egal wie wie vielleicht auch das Sentiment ist, egal wie auch die Nachrichten vielleicht sind. Das kann schon sein, dass er dann hier das Gap zumacht und dann einfach dran vorbeisteigt und hier oben rein. Dann macht er das hier runter und nochmal nach oben. Es wäre jetzt gar nicht so unüblich, zumal ja die Bewegung hier auch gewissermaßen verhältnismäßig gut reinpasst. Na, also da würde ich jetzt schon gut aufpassen. Ich will den eigentlich gar nicht so hoch sehen. Wenn er unten raus will, muss er eigentlich dranbleiben halt. Ne? Der muss eigentlich fast schon direkt weiter nach unten machen. Ne? Dann kann man den bestimmt auch gut shorten, wenn er jetzt ohne große Mucken oben auf der Oberseite einfach weiter dreht. Ich sag mal so 1,80, 200, das wäre für mich noch okay. Drüber fänd ich eigentlich schon zu viel fast vom Rücklauf. Auch wenn natürlich in einer 2,30 attraktiv ist, auch wenn eine 2,70 attraktiv ist, um nochmal Short zu probieren, aber für mich wäre es fast zu hoch dann. Deswegen bleibt er, solange für mich im Abwärtstrend drin bleibt, gebe ich ihm die Chance hier nochmal zurück an den unteren Trigger. Klickt er den unteren Trigger unter, wird der Gap Close hier interessant um die 9,10 und dann ja, geht hier unten alles wieder auf. 8,30, 7,50, alles das, was wir im Tagesschart da drin stehen haben. Das wird dann wieder interessant und von daher sieht es eigentlich ganz interessant, also sieht nett aus. Bin mal gespannt, was er draus macht. Bin wirklich gespannt, was er draus macht. Also hat sich schon ordentlich nach unten weggetreten jetzt hier. Das ist schon auffällig. Aus einer super, ich meine, er hat sein Ausbruchsziel hier, sein erstes Ausbruchsziel geschafft, aber das ist schon.
Also technisch ganz knusper ist er dann nicht in der Birne, wenn er oben raus will, und er macht es so. Das, ja, ist schon aggressives Verhalten, muss man schon so sagen. Also von der Marktbewegung, dass das nicht technisch sauber halt, ne? Zumindest für die bullische Route wäre es dann nicht, wenn er jetzt doch oben rausdreht. Das ist schon dann ein bisschen auffällig, ne? Dass es ganz schön ruppig wird, und wenn es ruppig und nervös wird, ist es eigentlich nicht immer ein Zeichen, dass es oben rausgehen soll. Eher, dass da wieder Unsicherheiten im Markt auftauchen. Nicht unbedingt die, die ihr schon kennt. Das sind meist welche, die erst später kommen oder für die Menge transparent erst später werden. Wo man dann sagt, ja, na klar, und ich habe keine Ahnung, was es wäre. Deflation. Ich sage jetzt einfach mal Deflation. Das klingt jetzt am weitesten weggeholt, hergeholt. Ne? Steht plötzlich einer da und sagt, oh Gott, und hier und da und buh und könnte kommen. Wir gucken da nicht drauf, soll uns auch egal sein. Was ich bloß sagen will, ist, dass der Grund, warum der Markt fällt, meist immer eine Erwartungshaltung für das ist, was in der Zukunft kommt. Na, das ist der Knackpunkt, den ich euch versuche zu vermitteln. Ich will nichts mit Deflation jetzt, ich will das auch nicht diskutieren, vergesst das. Aber was ich sagen will, ist, es wird etwas kommen, ja, weswegen der Markt reagiert, was er einpreist, was er beginnt einzupreisen, eine Unsicherheit, die er reinnimmt. Ja, und die ist für die Menge, für die Privatanleger ist das viel zu spät erst greifbar. Ja, da ist der Drops schon fast gelutscht dann, be bevor das richtig zum Tragen kommt. Und genau, sollte der da eben jetzt weitergehen, Lasten im Raum. Lasten im Raum lassen sich austoben, weil er hat ja eine super schöne Long-Vorlage, eine Ausbruchsvorlage oben bekommen, das nicht genutzt. Und Fehlausbruch unten folgt Fehlausbruch oben. Wenn Fehlausbruch oben kommt, folgt Fehlausbruch unten Versuch, und der muss ja dann da drunter. Ne, und dann entpuppt sich, ist es richtig oder nicht. Also da ist schon noch Platz. So, in diesem Sinne, meine Erwartungshaltung von mir doch tatsächlich unten raus. Oberhalb von 1,80, 200 würde ich mich allerdings dann eher oben raus orientieren. 2,30, 2,70 und Gap Close auf, was ist das, 3,10 oder sowas. 3,15. Ja, das wären so oben raus dann meine Ziele, wenn wir denn positiv über 1,80, 200 gehen. Ich glaube es aber nicht. Ich denke, der macht gleich nochmal einen Abwärtsgap hinterher. Dann legt es sich nochmal unten ans Tief, dann macht er den ganzen Mittag über seitwärts und dann kicken die Amerikaner unten raus. Dann, das glaube ich schon. Das würde ganz gut passen. In diesem Sinne, machen wir hier zu. Ich wünsche euch viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin und ja, bis morgen. Ciao.